Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Purpur. Heute mal wieder mit einer absolut kuriosen Planänderung. Und zwar, ich wollte ja heute eigentlich Knabon entwickeln. Bis mir aufgefallen ist, wir spielen Pokémon Purpur. Verflucht! Da brauche ich ja Fatalitätssplitter und nicht die Bronzelsplitter, die ich ursprünglich mal gesammelt habe. Ja, und deswegen absoluter Epic Fail und ich kann einfach nicht mehr dazu sagen. Es war einfach dumm. Es ist wirklich einfach dumm, aber ja. Wir müssen erstmal Fatalitätssplitter sammeln. Ja, und wo finden wir die? Das ist das Gute. Wir finden sie beim Psycho-Arena-Leiter. Also dort in der Nähe sollen die dann sein. Und ja, das Level haben wir mittlerweile. Und deshalb teleportieren wir uns nun zurück in die westliche Zone Nummer 1. Dort, wo dann eben diese Abzweigung ist zur Psycho-Arena, wo wir ja damals Fett aufs Maul gekriegt haben. Okay, nicht Fett aufs Maul unbedingt. Wir konnten es nochmal abwehren, aber es war schon relativ heavy und knapp. So, wo ging es denn nochmal lang? Ich musste hier hoch und dann war da oben, glaube ich, diese Weggabelung. Ich glaube, irgendwie so war das, oder? Stimmt, da waren die Windmühlen. Genau hier die Weggabelung. Ja, das bedeutet heute hoffentlich sogar nächster Arena-Kampf, denn so weit ist es zur Arena gar nicht. Da oben sehen wir die ganze Geschichte schon. Und vor allem, ich werde hier sowieso jetzt einfach mal kurz durchrasen, denn die Pokémon hier sind natürlich für uns zu schwach. Ich glaube, wie stark waren die? Level 15 oder so? Ist halt für uns jetzt keine Challenge mehr, würde ich sagen. Vor allem, es tauchen eh gar keine auf, komischerweise. Ist das so, weil wir zu stark sind eventuell? Oder ich weiß nicht. Oder spawnen die nicht? Ah, hier wäre eins. Ich glaube, die sind einfach nicht gespawnt. Ja, Trainer sind alle schon besiegt worden, bis eben zu diesem Zeitpunkt. Denn hier... Ja, nee, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. So, absteigen. Und jetzt sind wir hier am richtigen Weg. Was habe ich denn als... Ah, okay, gut. Na, bin ich mir unsicher, ob das so klug ist. Gegen Geist, das waren dann nochmal alles geil. Ja, eigentlich mein Starter. Nur mein Starter hatte das große Problem, dass er schon Level 43 ist. Also ich bin mir unsicher, ob ich den wirklich noch weiter mit dem Level erhöhen soll. Ach, wisst ihr was? Ist mir auch egal. Ich glaube, Level 38 war es, oder? Wir schauen kurz mal. Hier ist eben Victory. Ja, 37. Okay, wir sind auf alle Fälle stärker. Das bedeutet, die Pokémon hier haben es natürlich jetzt nicht mehr so einfach. Werden größtenteils natürlich alle One-Hit werden. Wenn die natürlich, wenn wir eine sehr effektive Attacke haben. Ja, und das bedeutet natürlich, wenn wir Psycho haben, dann ist das, by the way, auch schon der 6. Arena-Ordner. Ja, und eins von denen muss ich auch mal klatschen. Ich glaube, gegen so eins haben wir noch gar nicht gekämpft. Was ist denn das überhaupt? Riffex. Hä, aber wir haben doch schon gegen das gekämpft. Gut, dann muss das aber auch schon ein Weilchen her sein. Lebensschuss wäre sehr effektiv, ansonsten, naja, nix. Stimmt, apropos, ich sehe gerade, weil ich ja Lebensschuss... Ich muss da noch was gucken. Ich wollt ja Toadswarf was Neues erlernen. Und zwar eine viel mächtigere Bodenattacke. Kreideschrei, Alter, was willst du denn damit? Das ist ja cute. Vor allem Ladungsstoß. Und dann treffe ich nicht. Ey, das, okay, das ist wieder belastend. Ich mache mich gerade noch über seine Ding lustig und dann klappt das nicht mal. So, Läutersalz hält das Toxin auf. Werde ich mir auch merken, falls Nemila später dann als Champ gegen mich kämpft und die will mit Toxin kommen oder ein Gift-Pokémon, dann weiß ich Bescheid. Welches Pokémon ich da in den Kampf schicke. So, Starter Level 44, Affiti Level, hä? Wehe, ich komme da jetzt nicht hoch. Wehe, ich komme da jetzt nicht hoch. Ich glaube, ich komme da echt nicht hoch, oder? Okay, hier führt ein Weg entlang. Das ist aber nicht der richtige Weg, oder? Ne. Das ist nur eine TM hier. Ach komm, hör auf mich zu verarschen, wirklich, Alter. Warum läuft hier gerade alles so schief? Schutzschild.
Ja, hier führt kein Weg hoch. Wie viel Pech darf man eigentlich als Let's Player haben? Ich? Ja. Ganz einfach. Gut, dann Blick auf die Karte. Ansonsten müssen wir wieder eine Planänderung machen. Innerhalb von 5 Minuten zweimal Planänderung, alles klar. Einen anderen Weg gibt's ja nicht, oder? Nee. Oder will der Kerl eventuell, dass ich vorher erstmal den nächsten Herrscher besiege? Weil ich könnte mich erinnern, es gab eine Kletterfähigkeit. Sollte das der Fall sein, dann ist das natürlich mega belastend, aber dann muss ich den leider vorziehen. Ich glaube, er kommt da echt nicht drum rum. Ach, fuck you all. Fuck you all. Also ich wüsste nicht, wie ich da sonst hochkommen soll. Und ich hoffe, dass das der auch ist, weil wenn es wirklich die Fähigkeit Klettern gibt und auf einmal hat das aber dieser andere, dann kriege ich halt echt die Krise. Wir schauen einfach mal. Ich meine, mehr schief gehen kannst du glücklicherweise nicht. Kletterst du bitte da hoch? Da will er auch nicht hoch, ich glaube, ich spinne gleich. Wirklich, ich glaube, ich verrecke hier gleich irgendwie. Wenn das so weitergeht. Also es würde mich echt interessieren, wie dann der alternative Weg wirklich ganz genau aussieht. Ich meine, für mich als Let's Player ist es natürlich scheiße, wenn laufend irgendwo eine Komplikation kommt, auf einmal kannst du das und das nicht machen und dann kommt eben alles zeitgleich. So, schauen wir mal, welches Level hast du denn? 23, ja gut, okay, der ist logischerweise gleich direkt down. Aber Leute, wir kommen nicht anders drum rum. Wir müssen schauen, ob der Herrscher uns die Fähigkeit Kletter bringt. Klettern. Und wenn er das nicht tut, sondern das hat erst der Drachending, dann ist natürlich absolut blöd gelaufen. Gut, ich kann natürlich jetzt die Chance nutzen, um meinen knapp Boden ein bisschen noch aufleveln. Weil zwar zu klar, das dauert leider noch immer ein bisschen. Aber hey Leute, ist erst Part 28, ist ja alles gut. Als ob er den nicht... Oh. Der ist 20 Level drüber und schafft's nicht. Ja, schau ich das an. Warte mal, Blödsinn, jetzt schläft er. Schläft er ja ein, oder? Und dann setzt auch noch Schaufel ein. Ich heule jetzt aber gleich echt. Ich merke schon, das wird heute eine richtig lustige Aufnahmesession. By the way, werden wahrscheinlich wieder 4 Folgen werden. Wie in der Regel sonst auch, gerade bei Pokémon. Aber wenn das so losgeht, wirklich, dann kriege ich einfach die Krise. Die ersten 9 Minuten, ne, komplett verschissen und nichts gemacht. Weil zwei Sachen einfach gleich direkt schief laufen. Und Leute, wehe, schreibt mir irgendwer in die Kommentare. Ja, da war eh ein Weg, wie konntest du denn nicht sehen? Wenn das wirklich der Fall ist, ganz ehrlich, dann köpfe ich jeden Einzelnen von Game Freak, der mir mal unter die Arme kommt. Okay, das ist ein Vulkan und ein Voltoball. Die waren gerade ein bisschen ineinander. Und da ist sicher auch noch irgendwas versteckt, oder? Hä, nicht? Ja gut, da oben vielleicht. Ich sehe auf alle Fälle ein Chenach-Pokémon, was wir noch nicht haben. Ja, aber das Gebiet sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Ist das so eine Ausgrabungsstätte?
Oder irgendwie, oder ein Schauplatz. Für irgendetwas. Was es auch ist, es sieht relativ cool aus. Und da unten ist ein weiterer Terror Raid. Ja, den werden wir natürlich auch irgendwann mal in den Part machen, aber für mich ist jetzt erstmal der Hauptfokus, einfach mal die Story abzuschließen. Ja, moin, okay, Vorsicht. Da ist mal ein bisschen Abstand. Geronimats finden wir auch mal wieder eins. Ah, und hier kommt schon die Meldung. Das wird Pepper sein, oder? So ist es. Heinemado. Irgendwo in diesem Bergwerk soll sich der Herrscher des verborgenen Stahls befinden. Gerüchte zufolge ist er unglaublich groß und super lang. So ein riesiges Pokémon sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Ich frage mich, wo und wie es sich versteckt. Vielleicht ist es ja so richtig schnell. In dem Fall wäre es vielleicht besser, mit einem Reit-Pokémon die Verfolgung aufzunehmen. Das ist das wenigste Problem. Weil das tue ich ja gerade auch. Für was habe ich denn mein schönes Miraidon? Ich werde zeigen, wie widerstandsfähig Stahl-Pokémon sein können. Werden die hier vielleicht jetzt schon stärker oder wie sieht's aus? Ein Knatox, okay, dann wahrscheinlich eher weniger. Ne, Level 23. Langweilig. Wirkt sich natürlich dann auch auf das Level aus. Wir kriegen nämlich logischerweise nur... Oh, 2000 Poké-Dollar, okay. Das ändert sich natürlich nicht, aber die XP... Die werden natürlich immer weniger, je nachdem wie stärker wir sind. Ist auch logisch, weil nur mit schwachen Pokémon aufleveln wäre ja... auch nicht so die feine Art. Da sollte man sich lieber ein starkes Pokémon mit Typenvorteil suchen. Aber hier sollte dann irgendwann schon der Stahlherrscher kommen. Die kenne ich auch noch nicht. Wartet, die können wir aber besiegen. Das ist das wenigste Problem. Sieht natürlich stark nach... Also warte mal, wenn ich davon ausgehe, dass es auch Stahl ist. Ah, gegen Stahl habe ich halt fast nur Kampf. Okay, oder Boden. Und Feuer, der schläft aber. Verdammt, stimmt ja. Ja, aber klar. Ist also doch Stahl. Nein, jetzt ist es Knatox. Oh, stimmt ja, das war rechts gerade. Das greift mich einfach an. Du mich auch. Stimmt, und vielleicht sollte ich einfach mal auch Knabon wieder aufwecken. Das kann ja nicht sein, dass der die ganze Zeit pennt. Das geht schon nicht. Auf mit dir. Wir stehen kurz vor einem weiteren Herrscherkampf. Und da ist Pennen jetzt gerade verboten. Ich meine, so lange wird die Geschichte eh nicht dauern. Wenn es wie beim Eisenrad ist, dann sind wir da in 15 Minuten eh durch. Dass wir heute wenigstens irgendwas Sinnvolles gemacht haben. Schneebedeck, ja moin. Ja, keine Ahnung, komm, Ladungsstoß. Weißnebel. Wieder mal eine nutzlose Attacke. Also nutzlos nicht, aber zumindest jetzt in dem Kampf gerade. Gut, der Eissplitter, der macht mir vielleicht schon... okay, der macht mir keine Sorgen. Also stimmt ja, der ist ja nicht sonderlich stark wahrscheinlich wieder. Der war wieder so Level 23 oder so in den Dreh. Noch eins? Ne, das war's. Natürlich, wenn wir jetzt noch auf schwächere Trainer treffen, dann heißt das auch, dass sie wieder ein Pokémon oder so haben. So, war der Stahlherrscher da unten? Das könnte durchaus der Fall sein. Sicher, sicher, wir werfen einen Blick auf die Karte. Ja, sieht gut aus, oder? Wobei, nee, da unten ist er nicht.
Er ist ein Stück weiter. Er ist ein Stück weiter. Dann nehme ich mal an, dass da unten wahrscheinlich irgendwie so eine Thema oder so sein wird. Vor allem das mit den Höhlen ist ja gerade ein bisschen interessant. Ja gut, das würde ich sagen, gucken wir uns ein anderes Mal an. Beziehungsweise beim nächsten Part dann noch, bevor wir uns dann Richtung Psycho-Arena aufmachen. Wenn wir dann wirklich die nötige Fähigkeit haben. Alter, wie viele Höhlen sind denn das bitte? Donnerstein, ja moin. Ist klar. Ach, das ist die Challenge oder was? Dass er in einem dieser Höhlen ist oder was? Weil hier bin ich relativ nah dran. Da ist er ja. Nice, easy. Hi. Gut, das war mit Nachjagen gemeint. Du, nee, du läufst mir nicht davon. Jetzt sollte ich erstmal da hochkommen vielleicht. Also, da geht eben Weg hoch, Alter, bin ich blöd. Wo jetzt hin? Ich habe ihn berührt, komm. Alter, will der jetzt ernsthaft fangen spielen? Ich hasse ihn jetzt schon dafür. Jetzt. Und bitte sag, dass er jetzt nicht allzu stark ist. Ich glaube, das müsste der dritte Herrscher ursprünglich sein. Wir haben ja Eisenrad vorgezogen, der müsste ja, der war glaube ich der vierte von der Reihenfolge. Aber so gefährlich sieht der jetzt eigentlich nicht aus. Wir schauen mal, Schlurm, Herrscher des verborgenen Stahls. Gibt's erstmal einen schönen Fußkick für dich. Ja moin, der ist eindeutig schwächer. Ja, One Hit, ich sag's ja. Jetzt schlägt sich der noch eine Höhle auf. Also wenn das so schnell geht, dann haben wir natürlich umso bessere Vorteile, die anderen Sachen noch uns anzugucken. Was hat da jetzt mein, Habt ihr das gerade gesehen? Mein, Pamamo ist gerade einfach umgefallen. Hatte gerade keinen Bock mehr. Du kannst hier nicht auf mir reiten und reiten. Na, wieso? Achso, weil ich wieder zu nah an der Wand stand. So, wo geht's da jetzt hin? Ist das echt so ein hässliches Höhlensystem da? Achso, jetzt will er wieder fangen spielen. Vor allem jetzt sind wir eh hier, wo ich eigentlich hin wollte, ja geil. So, dann kurz mal einen Zahn zulegen. Yes, erwischt. Ach, das war also gar nicht das Loch mit dem Kraut. Ja, das nimmt er wahrscheinlich jetzt erst zu sich, oder? Ja, da ist es. Ach, hallo Pepper. Wie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nimm an, du hast das Herrscher-Pokémon echt eingeholt. Das ist also der Herrscher des verborgenen Stahls. Der ist ja echt unnormal lang. Die Nährstoffe in den Gewürz scheinen ihm einen gehörigen Energieschub verpasst zu haben. Tun wir uns zusammen, Nemado. Ja, wie immer würde ich sagen. So, wird jetzt ein Level auch angezeigt, oder? Mir ist das nie aufgefallen, ob da ein Level angezeigt wurde. Nee. Oder Pokémon-Info. Nee, wird keins angezeigt. Aber sonderlich stark wird er nicht sein. Vor allem, nee, der kann gar nicht stark sein. Schaut mal auf das Pokémon von Pepper. Level 28. Normalerweise ist das immer so im gleichen Rahmen. Ja, dann wird er One-Hit sein. Ja, spar dir das. Komm, ich zeig dir jetzt, wie ein One-Hit aussieht. Mein werter Pepper. Ist halt echt so der Fall. Hä? Okay, vielleicht auch nicht. Tentagra? Warte mal, war das gerade eine andere Version von Tentacha? Ich glaube schon. Gut, fast ein One-Hit an der Stelle. Ein bisschen was ist übrig geblieben. Und damit bist du down. Vielen Dank, Pamamo. Ja, Level Up reicht nicht ganz.
Gute Arbeit, Nemado. Ich hätte übrigens nicht erwartet, dass das Herrscher-Pokémon so ein drolliges, rundes Gesicht hat. Ich fand es auch von allen Herrschern bisher, ehrlich gesagt, ich sage jetzt mal niedlichsten. Lass uns schnell nachschauen, bevor es zurückkommt. Also es hat wirklich den ungefährlichsten Eindruck gemacht. Da war der Eisenrad bis jetzt wirklich am schlimmsten, muss man sagen. Na, wo ist es denn? Komm schon, zeig dich. An der Stelle, ich muss übrigens immer wieder mal was trinken, denn ich habe gerade in letzter Zeit das Problem, dass ich relativ oft einen trockenen Mund habe. Woher das kommt, ich weiß es nicht. Ah, gefunden. Hallöchen, liebes Gewürz. Allgemein, ich gehe gegen den trockenen Mund gerade vor mit einfach mit nassen Handtüchern aufhängen. Und bis jetzt hat mir das ein bisschen besser geholfen. Vor allem vor ein paar Tagen war das halt echt noch heftig. Da hatte ich dieses Problem, dass ich halt nicht mal vernünftig reden konnte. Weil das halt so weh getan hat. Ihr findet einen Stängel salziges Geheimgewürz. Lass es bitte genug Salzgehalt haben, damit mir Reitung klettern lernt. Bitte, mach mir den Gefallen. Oder irgendwas, vielleicht höher springen, I don't know. Diese Form, diese Farbe, das Gewürz sieht aus, als würde es scheußlich schmecken, ja? Aber das heißt bestimmt, dass es gut für die Gesundheit ist. Das stimmt. Nicht jede Medizin muss unbedingt gut schmecken, ja? Logischerweise. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Salziges Geheimgewürz lindert Schmerzen und Taubheit in den Gliedmaßen. Anscheinend hilft es auch gegen den Schwund von Muskelkraft. Dann geht's sofort ans Essen machen. Hey, dann wäre das ein richtig geiles Heilkräuter in Real Life gegen den Muskelschwund. Sorry, dass du warten musstest. Hier hast du ein super gesundes Sandwich, damit du mir auch bei Kräften bleibst. Lass es dir schmecken und bewundere dabei diesen Herrscherordner. Er ist ein Zeichen unserer Freundschaft. Ja, das war also Herrscher Nummer 4 von 5. Und damit bleibt nur noch der Drachenherrscher übrig. Und gegen den habe ich bis jetzt wirklich kein richtig gutes Mittel, außer Bojelin. Beziehungsweise später Koloval. Jetzt wird gar nicht mehr nachgefragt. Finde ich auch lustig. Komm raus, Mastifiose, es gibt Essen. Oh, du scheinst ja richtig Appetit zu haben. Und nicht nur er. Ja, und da ist es wieder, genau. Hochsprung, danke, ja! Ja. Okay, es ist nicht Klettern, es ist Hochsprung. So langsam scheint es seine alten Kräfte wieder zu erlangen. Aber trotzdem sieht es nicht so aus, als würde es bald wieder seine Kampfform annehmen, was? Körperlich scheint es ja fit zu sein. Vielleicht hält es eine geistige Blockade davon ab. What the fuck redest denn du da bitte? Ich spreche von einer seelischen Wunde. Wie heißt das noch gleich? Trauma? Davon habe ich mal in einem Buch gelesen. Vielleicht hat es Angst zu kämpfen, weil es mal bei einem Kampf eine schlimme Erfahrung gemacht hat. Aber bestimmt wird es sich irgendwann komplett erholen, genauso wie Mastifioso. Wie sieht's aus, Mastifioso? Wirkt das Gewürz schon? Oh, tut mir leid. Ich kann nicht jedes Mal erwarten, dass es dir gleich besser geht. Nicht jedes Gewürz zeigt sofort Wirkung. Ach, alles okay, mach dir keine Sorgen. Nemado und ich sehen schon zu, dass wir dich wieder fit bekommen. Das letzte Gewürz, das noch fehlt, kann ja nur der Bringer sein. Ja, ganz bestimmt ist es das. Nemado, das nächste Ziel ist das Ende unserer Gewürzsuche. Geben wir im Endspurt nochmal alles. Los ist los! Und Miraito und Mastifioso freunden sich mittlerweile auch schon gut an. Ja, aber dieser letzte Herrscher, der wird leider, wie gesagt, noch ein Zeitchen dauern. Denn der ist echt nicht schwach. Hallo Nemado, hier spricht Futuros. Miraida scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt noch höher springen, wenn du den B-Knopf drückst, während du auf ihm reitest. Gut, gedrückt halt, na.
Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um die Reitung kümmerst. Gut, dann probieren wir das gleich mal aus. Also normal B drücken ist der, genau, ist der Sprung. So, und gedrückt halten. Oh ja, das reicht auf alle Fälle. Das reicht auf alle Fälle aus, um da hochzukommen. So, ich schaue mir nochmal kurz ein paar dieser Höhlen an. Protein und ein Finsterball. Hat die jetzt gefunkelt? Genau. Und was ist bei sowas hier? Diese kleinen Löcher? Warte, da passt ein Pokémon durch, oder? Komm, ich probiere es mal. Wenn es wollen würde. Gut, Pamamo möchte nicht. Der hat scheinbar keinen Bock drauf. Warum denn? Das sind Abenteuer, Alter. In so ein Loch reinzugehen. Jan kann davon ein Buch schreiben, glaube ich. Ein guter Kumpel. Der weiß, wie sie sind, Löchern herumzugeistern. An der Stelle bitte jetzt nicht zweideutig denken. Das hat einen Minecraft-Hintergrund. So, hier mal ein Elixier. Was ist denn das da alles schon wieder? Also da oben sehe ich auf alle Fälle ein Gespenst. Wieder ein Heißbrock, ne? Als ob ich das berührt habe. Einen Scheißdreck habe ich. Wirklich einen Scheißdreck. Passt, das habe ich. Noch irgendwas oder ist das alles gewesen hier? Ich glaube sogar, dass das alles war. War wirklich nur wegen dem Heißbrocken da oder was? Das kann tatsächlich sein. Alter, dass man hier alles findet, das ist ja auch gefühlt. Also, das größte Problem, was wir haben werden, es gibt ja noch immer diese Pfähle zu finden. Ne? Und ich glaube, spätestens bei denen ist dann vorbei. Weil die sind wahrscheinlich an den asozialsten Orten überhaupt versteckt. Na nun, mein Pokémon entwickelt sich echt. Sein Pokémon entwickelt sich, geil. Da bin ich gespannt, was er jetzt hat. Ein Gyarados, der hat einen Carpador entwickelt. Gut, jetzt hat er aber leider ein bisschen Pech, dass ich ausgerechnet gerade ein paar Marmor an erster Stelle habe. Denn da gibt es erstmal einen fetten Ladungsstoß und das wird höchstwahrscheinlich ein One-Hit sein. Vor allem, weil es nur Level 23, nicht zu vergessen. Ja, ja, Gyarados, eine schöne Geschichte. Gut, passt. Es hat sich gerade erst entwickelt. Woher soll es denn wissen, wie es richtig kämpft? Das darfst du mich nicht fragen. Das musst du selbst wissen. Denn jeder ist für sein Pokémon selbst verantwortlich, wie man es im Kampf verwendet. So, kurzer Blick nochmal auf die Karte. Ich bin mir gerade am Überlegen. Lohnt es sich, bevor ich jetzt zum Arena-Leiter gehe, noch den Gift-Ding, wo ist der? Da oben. Das ist schon ein weiter Weg. Ne. Vor allem, ich muss sowieso zu Pinkloris zurück. Dann später. Spreche ich die Stadt überhaupt richtig aus? Wartet. Wo ist sie nochmal? Hier, Pinkloris. Wegen der Entwicklung von Knabon und weil da eben dann der Gift-Team Starting gleich direkt in der Nähe ist. Ich glaube, es macht mehr Sinn, das von dem Teil aus zu machen. Und dann diese Route eben zu Ende zu laufen, auf die Art und Weise. Vor allem, wobei, warte mal, so weit bin ich gar nicht. Weil hier war das Teil und hier war der Herrscher. Okay, so lang wäre der Weg gar nicht, aber wir schauen mal, okay? Wir schauen mal, wie lange es mit dem Psycho-Arena-Leiter dauert. Ja, und da bleibt eigentlich eh nur noch dieses Eisgebiet übrig. Also allgemein das hier alles. Der Norden. Und dann haben wir es eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, ich pop mich nochmal ganz schnell zur Psycho-Arena und beziehungsweise zum Pokémon Center. Alter, ich habe noch immer bei der Karte Probleme mit der Steuerung, dass das ab und zu verschwindet. Wo ist denn der nochmal? Da ist er. Genau, hier muss ich hin.
paar schöne Flashbacks, nur nochmal teleportieren. Gut, und an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.